sind an der Seine. Jetzt haben wir es geschafft, wir stehen an der Seine. Eine schöne Brücke. So, und jetzt machen wir uns auf den Weg zum Eiffeltor. Ja, hier ein Dampfer. Genau, damit. Leider daneben. Wir laufen mal ein bisschen weiter hier. Bisschen. Ja, halt dich. Mohr hat sich ein Paris-Mützchen gekauft, damit ihr nicht mehr die Ohren kalt sind. Als die französische Fahne oben drauf weht. Frankreich hat hier auch Großmachtsambitionen nachbauen lassen. Also das ist, dieses Ding ist genauso gebaut wie ein griechischer Tempel. Mit Unfall in Paris läuft eigentlich auch immer folgendermaßen ab. Zwei Autos fahren ineinander, dann steigen beide aus, schreien sich ganz fürchterlich an. Das geht ungefähr 10 Minuten. Polizei kommt hier sowieso nicht. Kommt in Frankreich nur bei Personenschaden. Wenn ihr sonst übrigens die Polizei ruft, müsst ihr eine Strafe bezahlen. Ja, die beiden schreien sich ganz fürchterlich an. Dann einigt man sich, dass beide doch bei einem kleinen Glas Pastis in der nächsten Kneipe zu klären. Dann gehen die beiden in die nächste Kneipe, trinken ein Glas Pastis, trinken noch eins, besaufen sich, setzen sich wieder an ihre kaputten Autos, werden von der Polizei angefahren und sind ihren Führerschein los. Opa. Unter dem Opa gibt es auch wirklich einen kleinen See, aus dem dieses Phantom mal auferstanden sein soll. Auch dieses hat Napoleon der Erste beendet. Und zwar, ach übrigens, dieses glitzernde Ding auf der linken Seite, was so ein bisschen so aussieht wie eine Krone, ist ein Metroeingang, künstlerisch gestalteter Metroeingang. Ja, sozusagen eine Idee von Ludwig dem 14. gewesen. Das Hotel, diese Invalide, ja, ist ein Haus für Invalide. Festgestellt, also man hat es mit Franzosen bis zur zweiten Etage geschafft. Wenn ihr jetzt mal hochguckt, bis zur zweiten Etage ist gar nicht so hoch. Und vernieteter Stahl, nicht geschweißt, erst vernietet. Und dort oben hatte man dann, ab dieser Höhe hatte man ein Problem. Denn die normalen Franzosen, die hat man zwar schon aus den Alpen geholt, weil die natürlich besser klettern konnten. Die hatten ein Problem mit, ja, die wurde da oben schwindelig. Ja, das war denen einfach zu. Wenn die da runtergeguckt haben, ist ihnen schwindelig geworden und die konnten dort oben nicht mehr arbeiten. Und dann hat man das Problem folgendermaßen gelöst. Man hat einfach Indianer aus Mexiko hier eingeflogen. Die haben sind wir schon hier in der Gegend, nur um wieder
den Abfahrtsort zu finden. Es war ein Drama. Aber jetzt geht's los. Jetzt machen wir Paris sicher.